Word, normal .x oder .n. Was ist das? Wenn ich Word öffne, dann erscheint immer schon ein weißes Blatt mit einigen Einstellungen, zum Beispiel die Schriftart oder die Schriftgröße. Die Papierränder sind schon fix, die Tabulatoren sind schon gesetzt und vielleicht hat es bereits eine Kopf- oder eine Fußzeile. Woher kommt das? Und kann ich das auch ändern? Mein Name ist Pirmin Lehnherr. Ich zeige, wo diese Datei versteckt ist und wie man sie auf die eigenen Bedürfnisse anpassen kann. Dieses weiße Blatt hier ist eine Kopie der sogenannten Normal.m oder .x-Datei. Wo finde ich diese spezielle Datei? Ich gehe zu Datei öffnen, öffnen, durchsuchen und ich muss hier unten den Dateityp beim Öffnen ändern. Von alle Word-Dokumente gehe ich zu Word-Vorlagen .x, .m oder .. Tja, und jetzt? Achtung, der Pfad ist ein bisschen verschlungen. Ich gehe auf dieser PC und hier zum lokalen Laufwerk C. Dann zu User oder Benutzer. Hier zu meinem Namen, das ist zwar nur ein Bruchstück, Lehnherr, das ist bei Ihnen natürlich Ihr Name. Dann AppData für Application Data und man sieht, das ist ein bisschen ausgegraut. Das heißt, das ist eine Systemdatei. Jawohl, Doppelklick darauf. Roaming. Microsoft hier unten. Und jetzt weit unten zu Templates, das sind Vorlagendateien, hier Templates. Uff, endlich habe ich das erreicht und hier steckt diese Urdatei, diese Normal.m-Datei, Doppelklick darauf. Und was ich hier jetzt vor mir habe, das ist wirklich eine spezielle Datei und hier regle ich nun alles, was in Zukunft immer am Anfang sofort erscheinen soll. Ich ändere hier nun einmal den Standard. Ich sehe, ich habe im Moment eine Arialschrift Größe 12 und die Schriftfarbe ist schwarz. Ich ändere das standardmäßig, also ich mache hier bei der Formatvorlage Standard einen Rechtsklick, ändern und ich will künftig nicht in Arial schreiben, sondern mit der Century Gothic Schrift. Damit spare ich auf einen Schlag 30% Druckkosten. Denn das braucht weniger Druckerfarbe. Dann reicht mir künftig die Schriftgröße 11 und die Schriftfarbe, das ist hier versteckt, die soll nicht irgendwie automatisch sein, sondern die will ich blau. Okay, das würde die Schriftkosten wieder in die Höhe treiben, aber ich will das ja nachher mal so sehen. Dann beim Format, hier ändere ich auch noch etwas, denn im Moment ist der Abstand vor einem Absatz. Gut, das müsste hier eigentlich heißen, oberhalb des Absatzes 6 Punkte, das soll aber 0 sein. Und unterhalb des Absatzes hier bei nach, das ist ein bisschen zu viel, das sollen nur 6 Punkte sein. Und der Zeilenabstand, ja, der macht auch immer Ärger, der soll nicht irgendwie mehrfach 1,05 sein, sondern einfach. Okay? Man könnte hier auch noch die Tabulatoren regeln. Aber ich lasse das nun einmal. Weiter ginge es mit der Überschrift 1. Wie soll denn die künftig aussehen? Also auch hier einen Rechtsklick darauf ändern, die Überschrift 2 und so weiter. Und ich habe hier noch Formatvorlagen, die ich ja gar nie brauche. Hier diese kein Leerraum. Was soll das? Ich schmeiß die weg. Das heißt, ich blende sie aus mit einem Rechtsklick. Aus dem Formatkatalog entfernen. Und ja, da hat es noch mehr solche, die ich gar nie brauche. Auch die könnte ich mit einem Rechtsklick entfernen. Nun, die Seitenränder kann ich hier noch anpassen. Ich kann das entweder hier optisch oder den Erstzeileneinzug oder den hängenden Einzug und den rechten Einzug oder mit einem Doppelklick hier in diesen grauen Bereich komme ich sofort zu den Seitenrändereinstellungen
Okay. Und natürlich will ich künftig immer schon eine Kopfzeile haben. Ich gehe hier in den Kopfzeilenbereich, Doppelklick, und hier soll das Logo erscheinen. Ich gehe zu Einfügen, Bilder, dieses Gerät und wähle mein Logo aus, Doppelklick. Hier erscheint es. Natürlich ist das zu groß und ich will das noch herumtragen. Ich klicke auf diesen Regenbogen, Quadrat, verkleinere das Logo und trage es hier einmal nach rechts. Klar, ich könnte hier noch Text einfügen. Und wenn ich jetzt schon im Kopf- und Fußzeilenmodus bin, sause ich auch sofort in die Fußzeile. Und hier will ich noch den Dateipfad einfügen. Ich gehe hier zu Kopf- und Fußzeile, Dokumentinformationen, Dateipfad. Und ja, es erscheint sofort blau, das habe ich ja vorhin so eingestellt. Und ich drücke die Tabulator-Taste, denn es hat hier oben einen rechtsbündigen Tabulator bereits gesetzt. Hier soll noch die Seitenzahl erscheinen, Dokumentinformationen, Feld. Hier scrolle ich nach unten bis zu Page. Page. Okay. Und ich habe die Seitenzahl. Diesen Dateipfad hier, den verkleinere ich noch auf 8 Punkte und der soll nur in einer feinen grauen Schrift erscheinen. Etwa so. Das ist nur eine Information für mich. Wenn ich mal irgendwo ein Blatt herumliegen habe, dann weiß ich, wo diese Datei bei mir gespeichert ist. Ich glaube, das war's. Ich speichere das hier oben bei Speichern oder Ctrl S. Und ich schließe diese Vorlagendatei, Ctrl-W oder schließen. So, und jetzt wundert es mich, ob das jetzt funktioniert hat. Ich gehe zu Datei, Neu, leeres Dokument. Tja, es ist gar nicht mehr ganz leer. Und wenn ich hier etwas schreibe, dann schreibt es natürlich in blauer Schrift. Tja, und wenn ich hier etwas schreibe, dann ist die Standardschrift, wie ich hier oben sehe, natürlich blau. Und die Fußzeile, wo ist sie? Hier. Alles bereit und wenn ich diese Datei nachher speichere, dann passt sich natürlich dieser Dateipfad immer automatisch an und die Seitenzahl ist hier auch ersichtlich. Achtung, etwas muss ich noch umstellen. Denn wenn ich jetzt eine Datei öffne, öffnen, durchsuchen und ich gehe zu meinen Dateien, dann sehe ich nur noch Word-Vorlagen. Ja, hier unten ist immer noch eingestellt, dass ich nur Vorlagendateien sehen will. Also nicht vergessen, hier wieder umzustellen auf alle Word-Dokumente. Uff, ja, da bin ich ja froh, habe ich die wieder, denn man erschrickt sonst und denkt, alle meine Dateien sind weg. Das war's.